So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Diesmal auch wieder mit einem Gast. Und diesmal ist es nicht der Rico, nicht der John, sondern... Der Dreambird, hallo! Ja, ich habe immer wieder drei gleiche Gäste. Und das macht einfach mehr Spaß. Deswegen sind auch meistens immer solche längeren Pausen bei Final Fantasy, weil ja von der Zeit her muss es auch immer mal klappen und von der Lust auch, ne? So sieht's aus. So, dann starten wir mal in Clouds seiner Vergangenheit wieder. Da haben wir ja das letzte Mal mit John aufgehört. Ah, okay. So, wir sind in dem Gasthaus, wir haben die erste Sequenz von der Rückblende fertig und ja, müsste eigentlich gleich noch die zweite kommen. Ja, ich erinnere mich noch dran, ja. Ich habe auch jetzt wirklich ein schönes LP gefunden von jemand anderem, der spielt das perfekt durch. Alles, also er will alles machen. Alles kriegen, alles bekommen. Das ist, da hat man sich was vorgenommen, ne? Auf jeden Fall. Na, das haben wir schon wieder in der Vergangenheit. Nibelheim. Das ist immer schön, das Game zu zocken. Mussten wir da jetzt nicht auch machen? Na, danach? Nee, gell? Wir sind jetzt in einem ganz anderen Ort. Ich kenne mich hier gar nicht mehr aus. Ja, das glaube ich. Ich weiß jetzt auch nicht, wo du hin musst, aber auf jeden Fall gut. Das. Ist jetzt nicht gerade. Ja, doch, das geht noch. Das Bild ist zwar jetzt nicht gerade so smooth eben, aber. Ja, ich kann es irgendwie in der letzten Zeit nicht ändern, dass das Bild sozusagen das. Ja, ein bisschen Zeitverzögerung kommt. Oder beziehungsweise so. Dia-Show. Ja, im Moment ist es mehr schon ein bisschen Dia-Show, aber es geht, also solange es nicht ganz fest friert, ist es ja nicht schlimm. Aber das ist erst seit kurzem. Vielleicht müsste ich Skype mal oder neu aufspielen oder so. Vielleicht bringt das ja was. Ja, oder weiß ja nicht, was du sonst an deinem PC rumgemacht hast da? Keine Ahnung. Eigentlich nichts außer. Ich habe sozusagen virtuellen Arbeitsspeicher erstellt. Vielleicht müsste ich den wieder mal zurücksetzen. Auf normal. Gut, das könnte sein, obwohl, da kenne ich mich nicht aus, also kann auch sein, dass es damit gar nichts zu tun hat, also probier's doch einfach aus. Werde ich auch. Und dazu müsste ich den Rechner neu starten und das machen wir erst, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ja, nö, das... So, es ist ja noch in Ordnung. Wenn ich jetzt einmal hier ganz Standbild haben sollte, dann sage ich Bescheid. Auf jeden Fall. Also, Zeit müssten wir auf jeden Fall genug haben, weil ich habe noch knapp 100 GB frei und es müsste reichen. Ah, jetzt dreht er gleich durch hier, der Gute. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich damals alles erzählt habe. Ich war ja schon mal bei dir zu Gast, und aber das ist schon sehr lange her mittlerweile. Ja, das ist wirklich lang her. Das war, glaube ich, noch, da sind wir doch, war das noch im Shinra-Gebäude? Ich glaube, wir müssten im Shinra-Gebäude oder davor gewesen sein. Da sind wir, glaube ich, hochgeklettert, also Richtung Shinra-Gebäude. Ja, es kann sein, ich weiß es echt auch nicht mehr. Also ich weiß nur, im Shinra-Gebäude, da habe ich ja teilweise alleine gemacht. Noch. Ich habe
das Shinra-Gebäude dann knapp alleine fertig gemacht. Außer den Anfang habe ich mit John gemacht. Und dann habe ich den Rest alleine gemacht. Und dann... Ups, Verzeihung. Wo wir aus dem Shinra-Gebäude raus sind, das war ja die letztere Folge. Die habe ich ja mit dem John zusammen gemacht wieder. Bis hierher. Mhm. Jetzt, ja. Habe ich wieder meinen Gast. Ja, Gäste sind was Nettes. Ja. Und wenn es klappt, kommen ja bald mal zwei Gäste. Genau, da freue ich mich, ja. Da freue ich mich schon drauf, ja. Vielleicht sogar drei. Mal schauen. Oh, das wird aber chaotisch. Ja. Das wird auf jeden Fall chaotisch. Aber ich denke... Wer wäre denn der Dritte, oder willst du das jetzt hier nicht spoilern? Och. Das wird Riku sein. Riku 994. Ah ja, super. Ihr drei seid eigentlich immer so die, mit denen ich... Wir sind deine Gäste. Genau, die Standardgäste. Sehr gut. Ich habe jetzt noch wen anderes. Ich habe hier mein erstes Together gestartet. Ah, mit wem und was? Ich habe Terraria angefangen als Together. Ach so, Ja, das spielt ja auch fast jeder, ne? Ja, das ist so wie... Schon fast so schlimm wie Minecraft. Ja, auf jeden Fall. Minecraft ist noch schlimmer. Noch schlimmer, ja. Aber. Deswegen, da strecke ich immer vor, zurück, mir das anzugucken, weil ich denke, ja, ich keine Lust mit der Masse mitzulaufen, mir den Mist anzugucken. Also ist ja jetzt nichts gegen dich, aber gegen das im Allgemeinen halt. Es ist ja nicht jeder sein Geschmack. Na gut, vielleicht wäre es ja sogar mein Geschmack vom Spiel her, weiß ich jetzt gar nicht, aber allein dadurch, dass es halt von Hinz und Kunz gemacht wird, habe ich da irgendwie keinen Bock drauf. Ja, alleine, sage ich mal so, ist es wirklich schlecht. Weil da brauchen wir wirklich ewig, so zu zweit oder zu dritt ist es schon richtig lustig. Und das kostet jetzt, glaube ich, maximal 10 Euro bei Steam. Man kann sich noch bei Amazon die Collectors Edition kaufen für 20 Euro. Da hat man einen Schlüsselanhänger dabei und ein Poster. Ja, und das war's. Und halt die CD-ROM. Hat mal was Schönes fürs Regal, ne? So, aber jetzt wollen wir ein bisschen... Muss man ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Ja, aber ich schweife gerne ab bei den Spielen. Ah ja, ich merk's ja schon. Nee, ist ja auch nicht weiter schlimm. Deine Zuschauer müssen das ja... Ja. ...abkönnen. Die haben sich auch gesteigert in der letzten Zeit. Ja? Ich habe 6 oder 7 Abonnenten dazu bekommen. Sehr schön. Oh, jetzt höre ich sogar die Musik gerade. Okay, dann machen wir mal ganz kurz einen Schnitt hier und schauen mal Qualität. So, wir sind zurück und es geht gleich weiter. Weiter geht's. Auf die Rückblende weiter zu machen. Ah, diese Wendeltreppen, das ist immer lustig. Ich so ein echt finde ich ja Wendeltreppen war ich recht nett, muss ich sagen. Das ist eigentlich auch. Wow. Plus Steuerung da drauf ist schlecht. Ja, da muss man sich ein bisschen dran eingewöhnen. Jo, jetzt. Burn, Baby, Burn. Jetzt brennt alles. Auf jeden Fall. Aber da haben sie schon die Flammen damals gut hinbekommen. Auf jeden Fall. Das sieht sehr spektakulär aus. Ich bin ja am überlegen, ob ich mir den HD-Hack irgendwo herhole. Den was? Den HD-Hack. Achso, für... Achso, ja. Habe ich schon mal gesehen. Irgendein Let's Play, glaube ich. Problem ist, da müsste ich mein Englisch ein bisschen aufbessern. Ach, dann ist das nur in Englisch, oder? Ja, das gibt es, glaube ich, nur in Englisch. Achso, nee, dann habe ich es wahrscheinlich doch nicht gesehen. Das glaube ich, ich weiß nicht.
Das findet man unter meinem ersten Port von Final Fantasy. Da müsste dann irgendwo rechts ein Video davon stehen. Ah ja. Ist auch wirklich sehr gut gemacht. Also dieser Hack bzw. dieser Mod, dieser HD-Mod. Müsste ich mal gucken, Internet, müsste ich mal interessieren, wie das aussieht, ja. Dann hat man sozusagen, wie man jetzt Sephiroth sieht, auch in-game, weißt du? Nicht nur den Spielsequenz, sondern generell das ganze Spiel lang. Hört sich nicht schlecht an, ja. Die sozusagen die ganzen Charaktere wurden von der Größe her angepasst. Achso, das mit der Größe, das... Oh, Entschuldigung. Nicht schlimm, das ist ja auch schon mit spät. Mit der Größe, das kenne ich. Das habe ich mal, wie gesagt, habe ich ein Let's Play mal gesehen, wo jemand mit diesen größeren Charakteren gespielt hat. Wenn du das meinst, das kenne ich. Das habe ich schon gesehen. Das ist wenigstens schön alles in HD so gefasst. Ich finde es nicht schlecht, bloß das müsste es auf Deutsch geben. Aber das war doch, es war glaube ich auf Deutsch, wo der das gespielt hat. Ja. Ich meine, ja. Boah, ich müsste mich jetzt ganz doll irren. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur eins mit Dings gefunden, also auf Englisch. Gut, das kann ja vielleicht noch ein anderer Mod sein, den du jetzt meinst, aber... Naja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Nein. Da finden wir unsere Tifa. Oder Tifa. Keine Ahnung. Ach, also die gute Tifa. Das ist schon eine taffe Frau, die gute. Da hast du ja gar nicht mitgekriegt. Oder ich weiß es gar nicht. Verfolgen tust du es eher selten, ja, das Projekt. Ja, ich habe so viel zu gucken. Ich komme da nicht so zu, weil ich ja gerade die ich abonniert habe. Dann muss ich auch noch alles gucken. Muss ich noch selber was tun. Ich mache ja auch Let's Plays und muss selbst noch so viel tun. Ich habe die Zeit gar nicht und ich habe von FF7 schon so viel gesehen. Die Nase voll. Ja, Nase voll nicht, aber ich habe, wie gesagt, bestimmt schon zwei verschiedene Let's Plays davon gesehen oder so. Dann selber gespielt und ja. Das reicht. Eigentlich schon. Reicht schon, ja. Ich habe ja dann, also... Wie gesagt, auch nicht so die Zeit, noch so viel extra noch zu gucken halt. Ich merke es, ja. Ich habe auch so viele Abos, dann kann ich auch nicht alles gucken. Aber wenn immer mal was Interessantes kommt, dann kann ich's. Ja, aber ich bin gern mal hier bei der Gast. Und ich meine, ich kenne das Spiel ja... In- und auswendig noch? Nee, das nicht. Um Gottes Willen, ich habe es ja auch nur einmal gespielt. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Vor letztes Jahr, glaube ich. Ach, bei mir ist es schon ewig her. Ich glaube vor 2000 habe ich das letzte Mal gespielt oder kurz nach 2000, ich wüsste es gar nicht mehr. Dann habe ich dann nur noch die neueren Teile gespielt. Dafür habe ich auch noch gar nicht 9 und noch gar nicht 10 und so. Und noch gar nicht 13 und 10.2, alles noch nicht gespielt. Ich empfehle dir 9, 10 und 10.2 und vielleicht noch 13.2. Was dazwischen kommt, braucht man sich nicht antun. Bei 13 ist, naja. Eher so linear gehalten. Naja, ich weiß, ich habe da schon viel drüber gehört. Ja, komm, Sephiroth. Komm zu deiner Mami. Ja, Teil 9 habe ich schon mal angefangen gehabt. Muss ich auch nochmal irgendwann weitermachen. Also Teil 9 ist wirklich sehr... sehr nett, also sehr schön gemacht. Vor allem das Ende ist sehr schön. Mhm.
Ach, Teil 12 hatte ich mal mit einem Kumpel zusammen angefangen, eine ganze Weile, aber das fanden wir dann nicht so prall. Es war zwar schon schön, dass man auf die Kämpfe zurennen konnte, aber nee. Nee, das war nicht so ausgereift. Und ja, atmosphärisch war es irgendwie auch nicht wirklich. Das passt einfach nicht dazu. Nee. Genau wie der 11. Teil, was online ist. Oder 14 ist, glaube ich, auch online. Ja, 14. Kann ich nicht viel zu sagen, weiß ich. Weiß hier nicht so viel drüber. Ich auch nicht. Nee. Kann man ja eh nicht vergleichen, weil es ja Online-Rollenspiele sind, also. Du kannst ja mit einem normalen gar nicht vergleichen. Nee. Dann weißt du ja eigentlich auch nicht, wie unser lieber Red 13 bei mir heißt, oder? Hast du dem anderen Namen gegeben? Ja, ich habe einen anderen Namen gegeben. Aha. Wie heißt er denn? Roter Tiger, oder? Nee. Ich glaube, du wirst lachen. Ich bin gespannt. Müsste dann gleich kommen. Also die Sequenz müsste jetzt eigentlich fast vorbei sein. Barrett heißt aber Barrett und Cloud heißt Cloud. Genau. Ich habe nur den einen Namen geändert. Geändert, ja. Oh Bruder, wen meint er denn jetzt? Barrett, glaube ich. Achso. Ja, hat ganz schön zugelangt. Mhm. Am Schluss kriegt ja Seeferrott mal richtig eins aufs Maul. Okay. Ich hoffe, weil ich habe ihn bis jetzt, wie gesagt, noch nie besiegt. Stimmt, das sagt das der ja schon mal. John Cloud. Jawohl. Ja. Er war damit zufrieden, der liebe John. Ja, das kann ich mir vorstellen. Er ist ja ein Katzenliebhaber. So. Substanzen gucken wir mal. Feuer, Element. Als ich mal mit John letztens einen Let's Test gemacht habe, haben wir den Charakter John Bird genannt. Das ist echt cool. Ja. Jetzt fängt das erst an. Genau. Ja, du bist seit dem letzten Mal bist du gar nicht so weit vorangekommen, wie man hätte meinen können. Ne? Ja, eigentlich schon, genau. Na, oh, die Steuerung ist immer bescheiden gut. Aber so, hier war eigentlich alles fertig. Einkauft haben wir da auch schon in der letzten Folge und denke mal. Ja, da hinten zu dem Punkt müssen wir. Ja. Na. Nee. Hoch. Darum. Irritiert das nicht, wenn du die Karte die ganze Zeit offen hast, dann sieht man noch gar nichts.
Ach so. Machen wir so. Weil ich bin eigentlich an so einen Karten gewöhnt. Ja, ja klar, so eine Minimap, aber über den ganzen Bildschirm geht die ja. Das war damals die erste Minimap. Ja, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein kleiner Kritikpunkt an dem. Aber nur ein ganz kleiner. Sonst ja, ist klar. Top. Meckern auf hohem Niveau. Kann man froh sein, wenn es überhaupt eine Karte gibt. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen erkältet. Eigentlich nicht, ich weiß nicht, das war nur mal sie. Nur mal so eben. So, Barrett Level Up. Naja, nicht viel gekriegt. Und bevor ich es vergesse, ich speichere einfach mal. Na komm. So. Wir haben auch noch zur Verfügung. Den und den. Ach nee. Das mache ich separat. Ich level mal separat alle mal auf. Und da hinten sehen wir schon unseren Zielpunkt. Und Kampf. Ja. Wir sehen aus wie Vogelstraußen oder sowas. Ja. Oh, wir gucken mal, was Beben so anrichtet. Sehr wirkungsvoll. Flammenkuss, nein, danke. Und Barrett hat wieder sein Limit voll. Super, bis zur nächsten Runde aufgespart, bis zum nächsten Kampf. So muss es laufen, ne? Ich will eigentlich noch nicht dahin. Wir könnten ja mal da reingehen. Und dem kriechenden Ding da mal entgegentreten, oder? Dem Midgard Solom, oder wie der heißt. Na, ich bezweifle, dass du das schaffen wirst. Nee, das schaffen wir nicht. Wenn dann nur mit ganz viel Glück. Hey, wurde ein neuer Gegner. Ich glaube, Frame-Einbruch. Ja, bei mir macht sie das nicht bemerkbar, das ist eh schon. Was ist denn los? Okay, wir schneiden mal. So, wir sind da. Und ich hoffe, das hebt sich aber nur ganz kurz. Moment.